Pro und Konter, neue Woche, neues Gesicht. Der Fanol ist wieder da. Heute aber noch schneller als letztes Mal. Wir haben gemerkt, dass wir nicht so zackig waren wie sonst. Wobei, sonst ausrufen wir eigentlich auch aus. Aber wir haben uns vorgenommen, alles noch besser zu machen als eh schon. Wir reden über FC St. Gallen, weil der macht eigentlich alles falsch. Wir reden über Stan Wawrinka, der plötzlich die Herzen der Schweizer Tennisfans erobert. Die Kalten. Apropos Kalten, Richard Grönborg geht auf Finnland. Warum auch immer, das besprechen wir jetzt den Gott und der Alex Frey kommt auch vor. Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. So, geht's los. Wir haben es gesagt, schnell, spritzig, voller Elan. Und mit dem Alex Frey eigentlich kann nicht viel passieren. Fanol, du bist zurück. Das freut uns. Und man muss sagen, du hast letzte Woche zu deinem Debüt hier in diesem Podcast gerade einen rausgehauen. Hast durchblicken, dass der Simone Zaza eigentlich noch Kandidat wäre für den FC Zürich, vereinslosen Stürmer. Und einen Tag später oder zwei gehen wir auf nau.ch, unsere geschätzten Kollegen, liebe Grüße, auf Bern. Und dort ist die Schlagzeile welche? Simone Zaza holt der FCZ diesen Ex-Nazi-Star Italiens. Ha! Und der Zaza, heißt es Zaza oder Zaza eigentlich? Ich glaube Zaza. Simone der Herzen. Ja, wir als irgendwie trümmelige Käseschweizer müssen gar nicht wissen, wie man das richtig ausspricht. Also, eigentlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob etwas dran ist. Ich vermute eher weniger. Aber entweder hat sich der FCZ von dir inspirieren oder mindestens unsere geschätzten Kollegen. Zitiert worden bist du nie, das finde ich. Nein, leider das nicht. Ist natürlich eigentlich, das ist eigentlich der wahre Skandal in dieser ganzen Sache. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, was hast du heute für uns im Gepäck? Transfergerücht, ein Knaller oder vielleicht einfach etwas, was du so ins Universum rausrufst, um es wahr machen? Also wenn wir schon bei Transfergerüchten sind, dann würde ich jetzt auch mal einen raushauen, der Oscar Scarione, wohlgemerkt Torschützenkönig beim FC St. Gallen geworden, kehrt zurück. Auf St. Gallen? Auf St. Gallen, ja. Aber er ist nicht vereinslos? Er ist leider nicht vereinslos, ja. Spielt wo? Warte, ich habe es vorhin nachgeschaut. Moralo CP. Irgendwo in der spanischen Unterklassigkeit verschwunden. Also was? Valladolid? Hat jemand Valladolid gesagt? So ähnlich. Warte, jetzt findet man das raus, in welcher Liga es ist. Man weiß. Vielleicht ist er aber genau. Cruz Azul, das wäre mal sympathisch. Mein Lieblingsclub in Mexiko. Das ist er aber sind nicht. Apotheker, das übrigens, hat man mir gesagt. Ja, sie haben so ein Logo, das aussieht wie so eine Autoapothek. Also auf Transfermarkt steht Moralo. Anti-Alkoholiker, wenn schon. Aber in welcher Liga ist Moralo? Das ist die das große Frage. Das verbirgt sich uns. Sind immerhin so grosse Namen wie ein... Ich habe gemeint, sie haben 5 Goal in, aber sie sind einfach nicht der richtige Reihenfolge nach aufgeführt. Also, Oscar Scarione, ich glaube es, wenn ich es auf now.co lese. Aber bis dann, hoffen wir, dass es so kommt. Wie? Dass der Oscar Scarione mit zarten 37 Jahren in St. Gallen landet. St. Gallen ist ein gutes Stichwort. Ja. Unbedingt. Die wären froh, wenn irgendjemand bei ihnen landen würde. Vor allem irgendwann mal ein Sieg landen wäre lässig. Nach 6 Spielen ohne Vollfolge. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass vielleicht sogar in Winterthur eben genau das Szenario droht, nämlich keinen Sieg zu holen. Und du von uns hast gesagt, ist schon mal vorgekommen, Göpp 1-0 verloren, jetzt wieder. Jetzt ein bisschen noch ungünstiger, weil eine Serie vorgesetzt wird, wo man jetzt quasi vom FCZ übernimmt. Der FCZ hat gleichzeitig gewonnen, mehr oder weniger gleichzeitig. Und St. Gallen hat 6-mal hintereinander nicht gewonnen, hat in dem Spiel eine rote Karte gekriegt. Das erinnert ein bisschen an den FCZ, eine rote Karte und kein Goal geschossen. Womit die Sieglosigkeit dann auch schon erklärt wird, wenn man kein Goal schiesst. Irgendetwas muss passieren beim FC St. Gallen. Meine Idee wäre ja, dass jetzt halt, weil der FCZ ja jetzt gewonnen hat und der Bo zurück ist, am Spielfeld. Bo Henriksen, der Trainer. Bo Henriksen, genau. Dass der Felix Magath halt zum der Rotfahrer. Du hast auch den Magath reinwürgen. Dass man den jetzt halt zum FC St. Gallen transportierend, aber auch nur temporär, weil über längere Frist
ist ein Mann gerade nicht verträglich, sage ich jetzt einmal, mit seinen Medizinbällen und Hügel und was ich was verläuft. Aber so als Impulsgeber, um das Ganze zu korrigieren, eben vielleicht nur als Drohkulisse, würde schon lange, dass man die wieder auf Vordermann bringt. Also und du dann der Zeidler nachher kann weitermachen. Und, ja. Also wir haben ja eigentlich beim FCZ gesagt, der Magath könnte bis zu der Winterpause, weil wir dann noch haben müssen davon ausgehen, dass er vielleicht sogar länger gesperrt wird, der Herr Henriksen. Jetzt sind wir retour, es hat sogar noch einen Sieg gegeben im FCZ, also vielleicht hat die Drohkulisse auch schon funktioniert, ich weiß es nicht. Aber der Peter Zeidler, ich weiß nicht, der wirkt auf mich auch ein bisschen wie ein Teetrinker. Magath ist ja berühmt, dass er Tee trinkt, also vielleicht muss man dort eine andere Strategie wählen, irgend so ein Espresso-Junkie oder ist das so. Besser als Tee trinken? Nein, aber Tein, Koffein, wenn schon richtig reinfahren, also Koks. Ja, ein Alkoholiker mindestens. Also, das ist nicht lustig, Entschuldigung. Der zweite Alkoholiker wird in der Ausgabe alles, schon. Ich weiss, heutzutage wird alles ärmer, jedes Wort wird auf Goldwaage gelegt, aber ja. Wenn ein Teetrinker nicht gut ist und ein Kaffeetrinker auch nicht lange, dann muss man einen Schritt weiter gehen. Gut, eben das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist aber du hast gesagt Koks, also das ist lieber ein Alkoholiker. Wieso? Ja, jetzt. Legal und also nicht legal. Der Christoph Daum ist wenigstens erfolgreich gewesen. Es geht. Ja, wenn man darum Hoeneß gefragt schon. Hat, aber nicht genug erfolgreich, um DFB-Trainer zu sein. Da hätte ihm irgendwie nicht gepasst. Genau. Aber die auf die Idee hätte man können kommen, wenn man die Diskussion zwischen dem Uli Hoeneß und dem Christoph Daum verfolgt hat. Hat ihn immerhin auch geoutet als Drogensüchtiger. Zumindest als Konsument. Nein, von mir aus kann jeder machen, was er will. Ich bin da, habe da keinen Vorbehalt. Empfehlenswerter wäre es, wenn er auf der Bank nur saufen würde, weil dann wird er immerhin nicht verhaftet. Das ist sozial akzeptiert. Und wenn er sich chauffieren lässt und niemand gefährdet, muss ich sagen. Aber wenn er mit dem Material, das du erwähnt hast, auf der Spielbank verwutscht wird, dann droht im Fall eine Haftstrafe. Ja, das wäre ärgerlich. Also und der Rapper Haftbefehl ins Spiel. Und das führt niemand in keinem Zusammenhang. Nein, wirklich nicht. Also, jetzt sind wir massiv abgedriftet. Vielleicht ist es doch besser, wenn der Peter Zeidler einfach weitermacht. Sowohl, dass wir abgedriftet sind, als auch, dass der Zeidler bleiben sollte. Ah, mahnende Worte, ja. Ja, du bist... Gerät zu Recht. Ja, jetzt haben wir... Es hat ja der Kapitän vom FC St. Gallen noch etwas gesagt. Unser geschätzter Kollege Stefan Kreis hat ihm nach der Niederlage gegen FC Winterthur eine Frage gestellt. Und zwar... Die grosse Frage, was es jetzt braucht, um den Bock endlich umstoßen. Spielen wir da das Zitat ein. Eine viel bessere Mannschaftsleistung, mehr Energie auf dem Platz, unbedingt der Wille und die Mentalität, dass man auf jeden Fall als Gewinner vom Platz geht. Da hat es die letzten Wochen ein bisschen dran gefehlt, auch heute wieder. Und da müssen wir selbstkritisch sein, jeder Spieler für sich. Und dann, jeder irgendwie mehr machen, als er bisher gemacht hat. Bock umstoßen, wer hat das schon mal gemacht? Eine Kuh habe ich mal. Gut, wenn man aus Gründen kommt, stehen überall entweder Hügel oder Viecher im Weg. Auch am Hang stehen sie dort. Es ist relativ einfach, so eine Kuh umzustoßen, die am Hang steht. Wenn sie schläft. Ja, auch wenn sie nicht her schaut. Das ist so das Gerücht, oder? Dass das dann, ja, gut. Also, ich habe das nie versucht, obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin, war ich einfach immer zu ängstlich gewesen. Ja. Oder zu gescheit. Ja, eins von beidem, aber ja, nein, in der Nacht nicht. Also es muss schon hell sein, ich finde, gewisse Fairness muss sein. Das gibt der Kuh eine Chance. Kann sich dann auch wieder besser aufrappeln, wenn sie sieht, wo das hingeht zum Beispiel. Nein, ein Bock, was ist denn welcher Bock? Was für ein Geissbock? Oder möglicherweise. Ein Hirschbock. Gut, dann müssen wir jetzt den Kollegen Kreis fragen, der nicht anwesend ist. Drum. Ja. Weil je nachdem sind die Böcke einfach schwieriger zu kriegen als zum Beispiel eine Kuh, die einfach dort steht. Mm. So ein Hirschbock. Der aber die kann bocken. Oder ein Esel zum Beispiel. Ja, aber es ist kein Bock. Ein Esel ist ein Esel. Wird zum Bock sozusagen, indem sie den Bock macht. Aber, also, jetzt... Also, er ist ja auch bockig geworden, der Gärtel. Im Inti. Also plus minus, oder? Wenn wir zurück zum Thema. Gut, er hat die eigenen Kollegen kritisiert. Mentalitätsfrage. Was ich hätten so machen muss als Führungsspieler. Aber es tönt, also die Frage ist im Prinzip, ist der FC St. Gallen auf dem besten Weg, sich so Zürcher
Angewohnten anzeigen. Nachdem der FCZ jetzt im Vorsprung hat man sich verstiegen zu der Theorie, ob man fragen kann, ob der FCZ jetzt noch Meister wird, jetzt, wo es läuft. Nachdem man sowohl im europäischen Geschäft als auch in der Meisterschaft reüssiert hat. Nachdem der FCZ jetzt das Siegergehen offensichtlich zurück hat. Ob St. Gallen, ja, mir denkt, es tönt schon fast ein bisschen wie der Janik Brecher jetzt über Monate, wo immer so Durchhalteparolen und Kritik an den Kollegen und an der Einstellung und jeder muss sich an der eigenen Nase nehmen und irgendwann noch Qualitätsfragen stellen. Und der Gürtel tönt jetzt auch ein bisschen so. Macht uns das Sorgen? Wenn man wirklich FC St. Gallen-Fan ist, vielleicht schon, aber macht eigentlich eher negative Serie Sorgen. Die Zitate gleichen sich ja, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Trend, den man dann übernimmt. Ah, einer kritisiert nicht nur sich selber, sondern auch Kollegen. Und dann wird das ein Trend, dann wird das übernommen. Und man schwätzt auch so. Also es wird dann so allgemein übersetzt mit Selbstkritik oder Kritikfähigkeit. Ah, die hinterfragen sich selber auch. Glaube ich weniger. Aber es sieht einfach gut besser aus, sage ich jetzt mal, als wenn man irgendwie, ja, die üblichen Durchhalteparolen anstimmt, von wegen, ja, wir müssen härter arbeiten. Das ist die Hilflosigkeit in der Reinkultur, wir müssen härter arbeiten. Das würde ja heissen, dass man nicht hart arbeitet. Was ja eigentlich einfach jedem, noch härter, man sagt ja jedem, nicht. Ja, aber gut, aber du willst schon immer das Maximum geben, sagt es auch. Wenn du immer das Maximum rausholen, dann wäre es ja absurd, wenn man bewusst nicht 100% geben würde, im Wissen, dass man, wenn es nicht gut läuft, noch mehr geben kann. Wie ist das in deiner Aktivkarriere gewesen, wenn jetzt, einer hergestanden ist und so etwas gesagt hat? Ja gut, bei mir hat man gewusst, dass ich nie das Maximum rausholen, weil es einfach viel zu einfach war. Aber ja, dafür habe ich wahrscheinlich auch mal einen Franken weniger verdient. Oder, gut, aber bei dir hat man das jetzt können sagen. Ja, ich habe auch gerne auf Weltmeisterschaften verzichtet, weil es viel interessanter war, im Frühling schon fischen, zum Beispiel auf Österreich. Sobald der Schnee geschmolzen ist. Aha. Dann habe ich gedacht, ja. Stockholm oder Pitztal. Ja, da gehe ich lieber fischen auf Österreich. Das spiegelt sich dann wieder im Alltag nachher. Aber das ist ja auch irgendwie etwas, was man bewusst macht. Aber auf mich selber oder auf dem Platz selber geht man nachher gleich voll, weil man gewinnen will. Habe ich das Gefühl, darum kann man das gar nicht. Eben darum finde ich das so eine alberne These, dass man nicht hart genug geschafft hat. Das müssen wir bewusst nicht hart genug schaffen. Es ist dann der Versuch, einfach wahrscheinlich das zu kontrollieren, was man kann, ist, indem man einfach noch verbissener das macht, was man ja, eben wahrscheinlich eh schon sollte. Es wäre schön, wenn die Leute mal ehrlich wären, auch wenn es Manager sind oder Sportchefs. Einfach mal sagen, wir wissen selber nicht, woran es liegt, weil das entspricht der Tatsache. Alles andere sind meistens so Hirngespinst und Floskeln, die man aufstellt. Weil wenn sie wissen würden, woran es liegt, würden sie es ja sofort korrigieren. Das geht dann auch. Aber weil man es eben nicht weiss, greift man zu diesen Floskeln. Also was man beim FC St. Gallen kann sagen, ein Grund, und den habe ich sensationell gefunden am vergangenen, ist am Sonntag der Match, oder? Am Sonntag, ja. Die Schwalbe von Isaac Schmidt, die zu der gelb-roten Karte führt, also das ist das Wort Dreistigkeit liegt mir auf der Zunge. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht sehr intelligent. Also im Wissen schon die gelbe Karte zu haben, sich dann im Strafraum dort, also man muss sagen, es ist eine gelbe Karte, die der Schiedsrichter problemlos kann geben. Es ist das einzige Richtige. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch Spieler, die dann im Wissen, dass sie schon gelb haben, es eher nochmal probieren, weil sie nicht wirklich daran glauben, dass der Schiedsrichter sie wegen einer gelben Karte für einen Schwalbe vom Platz schicken will. Ja, und jetzt hat es mal einen verwünscht. Und das ist dein fiese Lachen. Ich finde das einfach boshaft. Die Überlegung, der wird ja wohl nicht. Ja, da staunen sie dann manchmal. Nein, ich finde, es hat eine gewisse Konsequenz, was einzig Richtige ist. Ich habe das Gefühl, hat es auch der ein oder andere Schweizer Schiedsrichter gesehen, auch das Wochenende, wo zum Beispiel für sehr plakatives Reklamieren relativ zügig gegeben hat. Also der Thauland Chaka ist so ein Kandidat, der als Captain vom FCB es geschafft hat, sich für das nächste Spiel... Nein, was ist? Er musste ihn vom Platz nehmen, weil er... Nein, er ist für das nächste Spiel gesperrt und musste vom Platz genommen werden, weil er logischerweise nachher rot gefährdet gewesen wäre. Noch im gleichen Spiel, worauf nachher der Michi Lang reinkam, der dann noch in der
Schlussphase vom Match rot gesehen hat. Und dann habe ich gesehen, der tritt hinten in den Oberschenkel. Genau, wo man irgendwo ist einfach nicht schlau, sich fragt, ja. Aber jetzt kommen wir sehr vom Thema ab. Also, der FC St. Gallen ist der neue FCZ. Einigen wir uns auf das. Ja, geht in die Richtung, sagen wir so. Ein bisschen Gnade müssen wir schon noch von rechter Welt glauben. Bis es dann so weit ist, muss sich der FC St. Gallen also schon noch ein bisschen Mühe geben. Also meine, vor allem ist der Trainer immer noch der Alte, also den haben sie noch nicht ausgewechselt. Ja, der Franco Foda wäre jetzt da. Und sie sind ja, Fun Fact, sie sind letzte Saison auch in der Hinrunde ganz schwach unterwegs gewesen und haben dann in der Rückrunde Gas gegeben. Und das macht dir Hoffnung? Als das macht mir sehr Hoffnung, ja. Ja, und sie sind immer noch grün und nicht weiss-blau. Also. Wobei, man muss sagen, also, wenn sie es irgendwie negativ erwischt die Saison, dann haben sie es verdient, weil sie ein sehr hässliches Trikot. Der Blitz. Ja. Grün in grün, wirklich furchtbar. Ja, das, ja. Also das wäre nicht nötig gewesen, nachdem sie letzte Saison so schön unterwegs waren. Jetzt ohne Not so ein Blitz. Ja, kommt fast nie ein guter Blitz. Also Tampa Bay, ja. Ja gut, dort gehört es. Man gehört es zum Konzept, ja. Ja, nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Da weiß man nicht, warum. Apropos Blitz. Opel Blitz. Ich weiß nicht, ob das eine gute Überleitung war. Aber der Wawrinka hat in Basel gespielt. Das ist eine sensationelle Überleitung. Stan Wawrinka, böse Zungen nennen ihn auch den Kugelblitz. Bei seiner aktuellen körperlichen Verfassung. Nein, das ist gemein, aber er wirkt nicht zu 100% austrainiert. Ich glaube, das kann man sagen. Hat trotzdem die Herzen von der Fans erobert. Hat ohne irgendwelche Erwartungen aufgeschlagen in der St. Jakob-Halle. Und ist nachher gegen Kasper Rüd in der ersten Runde als Sieger vom Platz. Immerhin Nummer 2 vom Turnier, Nummer 3 von der Welt. Also dickes Brett. Nachher der Herr Nakashima ausgeschaltet, grosse emotionale Veranstaltung. Alle haben Tränen in den Augen gehabt. Der Stan, seine Familie auf der Tribüne, die Fans. Ja. Der Wahnsinn. Wawrinka noch zum Publikumliebling. So Publikumsliebling zum Grossen auf seine alten Tage. Ja, wieso nicht? Also, ich weiß nicht, ob dazu taugt unbedingt, aber Zuspruch hast du immer irgendwie verdient, egal was du gemacht hast oder auch nicht. Manchmal muss man noch nicht viel machen, um den Publikumszuspruch zu verdienen. Ja, sich zurückhalten, lange manchmal schon und plötzlich ist man beliebt. Oder eben in dem Fall, wenn einer Nummer war, wo halt die absolute Nummer 1 war, in der Tenniswelt und in den Herzen der Leute und der ist nachher nicht mehr Nummer, dann sucht man mal, das ist menschliche Reaktion, ein Reflex quasi. Man sucht noch Ersatz und wer bleibt denn? Der knuddelige Stan, der plötzlich kommt. Der ist auch noch da. Gut, dann sind unsere Zuwendungen jetzt bei dem. Ich finde ihn auch nicht völlig unsympathisch, muss ich sagen. Zwischendurch ein bisschen komische Anwandlungen gehabt. Aber, ein bisschen komische Hosen hat er auch gesagt. Ja, gut, das Liebling ist nicht so. Also, punkto Mode hat Roger schon einen guten Ton getroffen, muss man sagen. Mit seinem Stil, relativ subtil. Ja, gut geschnitten. Vor allem das mit dem gut geschnitten, das Konzept kommt beim Stan überhaupt nicht an. Das gut geschnittene Tennis-Shirts zum Beispiel. Es hat auch gewisse Aussagen. Ja, die Wilden, die jungen Wilden, kommen dann mit Liebli aus der Hose raus und so weiter. Hat der Roger jetzt nie gemacht. Der Roger hat doch das Liebli nie in der Hose gehabt. Nein, weißt du so, aber das Liebli, das irgendwie eng anliegt und nicht so flattert bei jeder Bewegung, hast du das Gefühl, der ist anständig angelegt. Das ist der alte weisse Mann, der da aus dir spricht. Ja, nein. Ich wehre mich ja beim Golf zum Beispiel gegen die Kleiderordnung, dass man muss das Poloshirt in eine Hose reinstopfen. Also, das, ja. Und die Hose in die Socken unten. Je nach Kilogramm, das man auf die Waage bringt, ist das auch nicht für die Umgebung nicht sehr angenehm. Darum, ja, man darf schon schauen. Aber eigentlich muss man sagen, ja, Roger war als Vorbild gewesen, modisch. Das ist das dann nicht. Aber er zieht nicht durch. Das ist wieder bewundernswert. Vielleicht haben die Leute ins Herz geschlossen, weil sie gemerkt haben, auf seine alten Tage hin, der springt nicht mehr auf den Modezug auf, der bleibt bei seinem Schlabberlook, bei seinen relativ hässlichen Yonex-Shirts, das bringe ich immer mit Federball in Verbindung, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Aber die zahlen wahrscheinlich anständig dafür, dass er die anhat. Also ich hoffe es für ihn, weil sonst wäre es schade.
Also ich muss nur sagen, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von diesen Swiss-Indos, weil es hat dazu geführt, dass der EHC Basel ein Heimspiel verschieben musste. Das ist grossartig. Gegen Winterthur. Das ist scheinbar irgendwie zwischendurch vergessen haben. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie der Sportchef vom EHC Basel, der Oli Schäublin, kenne ich sehr gut. Guter Typ, also nichts gegen den Oli. Aber wie der so schaut und nachher merkt, oh, wo sind denn die Leute? Wieso ist das Parkhaus voll? Und dann geht er rüber und schaut. Jetzt sagt Jakob, hallo, merkt, was ist da los? Also, wie sind wir? Ja, gut. Und dann, ja, warum sind die Parkplätze alle voll? Ja, dann müssen wir unseren Match absagen. Das ist irgendwie schon. Also, das Konzept von der Planung hat da irgendjemand nicht verstanden. Weil dass die Swiss Indoors sind, das hat man gewusst. Das hat man gesehen, das ja. Hat man können auf dem Radar haben, ja, absolut. Dass man dann gleichzeitig ein Heimspiel hat in Basel, ja, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht. Also in der Hackordnung von der Stadt kommt zuerst einmal Kultur, also sprich der FCB. Mein Morgenstreich. Aha, ja gut, das ist zu einer Zeit, das ist sakrosankt, wo verkehrstechnisch ja, unproblematisch gut, ist, um 4 Uhr am Morgen. Gut, lassen wir den weg, weil es dort nicht um Parkplätze geht, in der St. Jakob-Halle. Dann kommt zuerst der FCB, das ist klar. Und dann ganz sicher, wenn irgendetwas ist in einer anderen Halle, dort, also Tennis. Zum Beispiel, ja. Oder irgendein Konzert vom Spiel, ja, die fürchterlichsten Gestalten. Das kann ich nicht beurteilen. So Hansi Hinterseer. So Grindcore. Zum Grindcore ist ein Ausschneiden. Neue Lieblings, unsere eine von Napalm Death. Musikrichtung. Nein, wir müssen ja schauen, dass wir eben, sogar wenn der Roger nicht spielt, ist Tennis populärer als der EHC Basel in Basel. Das ist eine freche These. Ist auch nur ein Anlass. Der EHC Basel hat ja noch andere Heimspiele. Genau, der flutet im Prinzip die Agenda einfach. Der macht es mit der Masse und Swiss Indoors sind eine Woche dort. Ja, nein, und zurück zum Stern zu kommen, ich habe das beeindruckend gefunden. Ich war 2 Tage letzte Woche zu Basel vor Ort gewesen. Und also die Euphorie, die der ältere Herr dort ausgelöst hat, die hat mich ein bisschen überrascht. Also ich habe schon gedacht, dass wir den Schweizer anführen, wenn der Roger nicht da ist. Das hast du jetzt vorhin auch so erklärt. Aber die haben wirklich mitgelitten mit dem. Also da sind Leute aufgesprungen, jubelnd bei irgendwelchen Punkten um 40-30. Also wo jetzt einmal sagen, möglicherweise ist der Punkt noch nicht im Trocknen. Nerven behalten. Aber die haben irgendwie die Mischung aus Schweizer, man kennt ihn, weil er irgendwie ewig schon dabei ist. Vielleicht ist er gleich nicht mehr dabei. Und dann ist er noch der Underdog. Eben noch irgendwie gefühlt leicht außer Form. Das hat irgendwie so dazu geführt. Also es ist so ein bisschen ich muss sagen, der Federer nie in Basel gesehen spielen. Ich weiss nicht, wie es dort ist. Wie sehr die Leute dann dort mitgehen oder mitgegangen sind. Aber irgendwo schon. Ja, hat es eine sehr eigenartige Stimmung gegeben am Schluss. Wirklich, wirklich spannend. Und dann auch irgendwie so ein würdiges Ende. Es wäre dann zu schön gewesen, um wahr zu sein. Dann im Viertelfinale ist er dann gescheitert gegen Roberto Bautista Agut. Ich glaube, der humorloseste Tennisspieler, der gibt. Der humorloseste Tennisspieler, den es gibt. Mit dem Villarreal-Logo auf dem Shirt. Das habe ich nicht einmal gesehen, aber jeder Ball an die Linie gespielt. Einfach so wie so eine Ballmaschine. Ja, und dann ist noch mal im Stance ins Latin. Ich bin übrigens auch 2 Tage an der Swiss Indoors gewesen und habe 2 Tage verpasst. Also habe einen zuschauen. Schade eigentlich. Schade. Gehen wir zum anderen Thema. Grönborg von Lotte Z. Dino, dein Kommentar. Ja. Das kommt jetzt ein bisschen. Ja, man hat gesagt, Schnauze. Das ist ein bisschen direkt. Auf den Punkt. Ja, gut, irgendwie hat man es erwartet, dass dort nicht mehr alles stimmt. Letztes Jahr hat es Diskussionen gegeben, ob es im Vertrag eventuell auflöst, kurz vor Weihnachten. Seltsame Klauseln. Vertrag kurz vor Weihnachten musst du auflösen, obwohl du nicht weißt, wo es hingeht. Weil, ja, wenn du die Absicht hast, in den Tennisschild zu gehen, kannst du ja nicht an Weihnachten schon wissen, wo es hingeht. Dort laufen Verträge meistens oder oft. Nein, sie laufen immer zu einem gewissen Zeitpunkt aus, erst sehr spät und verhandeln darfst du vorher nicht. Also bis es dort so weit ist, kann es Juli werden. Das kann man niemandem etwas vorwerfen, glaube ich, wenn er am Z noch. Am Grönborg selber hat einfach nicht funktioniert. Das ist für mich die andere Dimension, die es hat. Sven Leuenberger sind zweiter, dritter Trainer, glaube ich. Zuerst hat er Serge Aubin geholt, nach wenigen Monaten müssen abgeben von der Arno der Gurten, wo er dann
schlussendlich in Playouts manövriert hat. Und jetzt der Richard Grönborg, wo ja, 4 Jahre dort war, ist so richtig warm geworden, ist mit dem nie. Hat ein bisschen Pech gehabt, dass die Pandemie dazwischen gekommen ist. Und vor allem die erste Saison ist, also, gross, ein Qualisieger gewesen. Grosses Hockey gezeigt. Dort, ich finde, die spielen auch jetzt wieder gutes Hockey. Man ist einfach so überdotiert mit Spielern, dass man fast nicht weiss, was gut ist und was nicht. Also, es langt fast nichts. Und das ist das Problem nicht vom Trainer, sondern vom Sportchef. Aber dass sich das jetzt erledigt hat, ja, ich bin gespannt, was da nachkommt. Also, wenn man konzeptionell etwas ändern will, dann muss etwas ganz anderes kommen. Ein junger Schweizer wahrscheinlich, der ein bisschen mehr auf den Nachwuchs achtet zum Beispiel. Ja, aber ja, so richtig warm geworden ist mit dem Grünborg nicht. Vielleicht ist das auch einfach, ja, sein Palmares, das er mitgebracht hat, ist nur in Anführungszeichen Nationalmannschaftstrainer gsi, hat noch nie eine Clubmannschaft trainiert. Dann ist es gleich relativ gut gegangen, aber es hat halt der grosse Sieg gefehlt. Und abschliessend vielleicht der Eindruck vom verlorenen Final nach 3-0-Führung, wo es eigentlich gar nicht gibt. Also ist mir immer noch ein Rätsel, wenn Mannschaft so etwas kann bewerkstelligen im Final, wo, ja, sag jetzt mal, auf mentaler Ebene und energetisch schon nicht mehr, kannst von der gleichen Voraussetzung, wenn wir Viertelfinale reden, wo so Wendungen noch, obwohl auch irr, aber immer noch ein bisschen leichter erklärbar sind, aber im Finale, also ein heftiger Treffer gewesen. Vielleicht hat er auch Konsequenzen gezogen und gemerkt, man will mit mir nicht mehr weitermachen, das ist auch möglich. Das also, Signal hat der Club ja mehr oder weniger auch ausgestrahlt. Das hat man weiss ja, was man hat mit ihm, also das hätte man frühzeitig können verlängern. Jetzt geht er auf Finnland, sehr sympathisch in Finnland. Also ich sehe es ein bisschen anders, also nicht in Bezug auf Finnland, aber generell, du sagst ja, man kann niemandem etwas vorwerfen, weiss ich nicht, also ich habe das Gefühl, es gibt nur Verlierer am Schluss, weil der ZSC ist nicht Meister geworden in der Zeit mit dem Richard Grönborg, du hast es gesagt, die Mannschaft ist extrem gut dotiert, also ich habe jetzt am Sonntag erst mal im neuen Stadion gesehen, live, und also das ist schon üppig, also wer dort eben irgendwie in einer dritten Linie aufläuft, muss sagen, ja, und dann kann man sogar noch durchmischeln, und es sind immer noch ziemlich vielversprechende Linienkombinationen. Man hat mit einem Trainer, also mit Grönborg, hat man dann gesagt, ja, man hätte abwarten wollen, noch nicht sich jetzt festlegen, und dann hat er Fakten geschaffen, ist eben auf Finnland, oder geht auf Finnland im nächsten Jahr, wird in Tampere unterschrieben. Er ist eigentlich mit dem klaren Anspruch, und das hat man bei uns auch irgendwie so hergenommen, dass er irgendwann in die NHL verschwindet. Also seine Ausstiegsklasse war für die NHL gewesen. Man hat eigentlich angenommen, ja, das ist dann möglicherweise einer von den wenigen Europäer, die überhaupt Chancen haben, einen NHL-Job überzukommen. Schwedischer Weltmeistertrainer hat das auch, glaube ich, clever gemacht. Also sein Name ploppt immer wieder auf, wenn ein Job frei ist. Der eine oder andere kanadische oder nordamerikanische Hockeyschurni läutet dann auch zwischendurch wieder an bei ihm, dann sagt er dort etwas, also kommt immer ein bisschen vor. Jetzt geht er nicht in die NHL, sondern jetzt geht er auf Finnland, Tappara Tampere, irgendwo in finnisch Wald, weiss nicht, go langläufeln oder so, also das denke ich mir, ja. Provoziert mich auch nicht. Wieso? Weil du genau weißt, dass ich Langlaufen nicht ausstehe. Was ist das Problem mit Langlaufen? Ist, wie der schwedische König Karl Gustav mal schön gesagt hat, einfach nur langweilig. Das heisst ja also, langweilig. Also die sollen das machen, wenn man es machen will, als Bewegung wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich muss zuschauen, die laufen einfach so hin. Jetzt hat wieder König Karl gesagt, sie laufen und laufen und laufen und nichts passiert. Und der Beweis für die These, den bringe ich jetzt. Weil die Amerikaner gelten ja als sehr, sehr unterhaltungsorientiert, sage ich mal. Also im Sport muss immer etwas laufen. Es ist teilweise gewalttätig, wie im Football, was die Leute ungemein anzieht, da können wir jetzt sagen, was wir wollen. Es ist wahr. Es muss einfach etwas laufen. Und die Amerikaner machen keinen Langlauf. Ich habe noch nie einen Amerikaner gesehen im Langlauf, wie heisst das, Weltcup auch, wo die da um die Wette laufen. Mhm. Nicht einmal im Biathlon, wo geschossen wird, gibt es Amerikaner. Doch, irgendein, zwei gibt es immer. Ja, aber nicht, das betreiben die nicht mit Inbrunst. Also das interessiert die auch Jessica nicht. Jessica Diggins ist, was ist sie? Ich glaube sogar Olympiasiegerin geworden. Ah. Sicher, Sprint. Hallo? Was?
Amerikanerin. Also nicht im Biathlon, sondern im Langlauf. Ah, Langlauf, ja, aber das sind die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Also das grosse Team hat es nicht. Das ist der Beweis dafür, dass Langlauf einfach ja, tröge ist. Zum Schauen. Also ich sage nicht, also die Ausführung von dem. Wenn jetzt der Richard Grönwald Langlauf ja, in Finnland. Einfach, ja, wenn ich mir die albernen Kostüme vorstelle. Der Richard Grönwald immer so einen engen Dress. Nein. Ach, nein, wieso nicht? Nein. Und der Bart und dann ist er so verklebt. Ja. Mit so Schnee. Der einzige Langläufer, der mir imponiert, ist der Russ, der auf der Zielgerade irgendwie seinen Kollegen zusammengeschlagen hat. Und Konkurrent. Also, ein Krawallrus. Ach so, ja, wenn man es kombiniert mit irgendetwas Lustigem, dann okay, aber kürzer bitte. Apropos kürzer. Ja. Was? Machen weiter. Was jetzt? Ja, nein, du hast recht. Du hast absolut recht. Was müssen wir noch sprechen? Jetzt müssen wir über den FCB reden. Wir sind bei einem Verliererclub gewesen vorher mit der ZSC Lions. Das ist zwar gemein, aber sie haben das Final verloren. Tatsächlich noch einen 3-0 Vorsprung. Und da muss man also mit dem Tribut. Du hast mir jetzt meinen Übergang versaut. Oh. Ich wollte sagen, sie könnten ja vielleicht jemanden vom EHC Basel holen als neuen Trainer. Vielleicht gibt es ja dort einen jungen Wilden. Beim EHC Basel? Das ist der Christian Weber-Trainer. Ja, das ist weder jung und dann habe ich eben genau den Basel-Switch machen und zum Fußball übergehen mit dem FCB. Wieso? Was ist denn mit dem FCB? Ja, was ist? Hast du ist etwas? Immer. Scheint so, ja. Habe ich gehört sagen. Von unseren Reporter und von unseren Webseiten. Man hat 3-1 verloren gegen IB. In Bern, oder? Auf Kunststraße. Genau, das könnte man auch noch. Wo sich ja, vernünftige Leute halten sich von Kunststraße fern, außer er ist irgendwo im Industriegebiet ausgeleitet und man ist in einem chinesischen Restaurant um Gartensitzplatz. Dort machen sie das und wenn sich das zumuten will, okay, aber sonst hat Kunststraße eigentlich nie etwas verloren. So. Apropos verloren. Ja gut. Also verloren hat der FCB. Es war ein erstaunliches Spiel, habe ich den Eindruck. Also man hat in der ersten Halbzeit ist es eigentlich so gewesen, wie man es hätte befürchten müssen aus Basler Sicht. Die IB besser, FCB kassiert die Goal. Zweite Halbzeit völlig umgekehrt. Alex Frey hat nachher davon geredet, man hätte IB an die Wand genagelt. Ich weiss jetzt nicht, ob man es so kann sagen, aber man hätte auf jeden Fall die besseren Chancen gehabt, durchaus noch eine, zwei mehr können machen. Was mir hängen bleibt, ist am Schluss das Gejammer aus Basler, von Basler Seite, wo irgendwo, also eben Stichwort Verliererclub, es hätte so ein etwas ja, Loserhaftes, ist jetzt sehr, sehr bös formuliert, aber du gehst, spielst gegen Meister, hast selber Ansprüche, sagst, unser Kader ist ähnlich gut oder mindestens der zweitbeste Kader in der Schweiz und wir gehen dorthin zum Punkten und dann beklagst du dich über zuerst das hat ja der Alex Frey klar durchblicken in den Interviews nach dem Match über den Freistoß, was geht vor dem 1-0. Vergiss ich aber, dass die nachher bei dieser Freistoßflanke so läppisch verhaut ist, dass der Kollege Fabian Rieder, der das Goal nachher schießt, irgendwie im Umkreis von 5 Metern niemand um sich herum hat auf dem Penaltypunkt und der Ball dann sehr überraschend ins Goal hineinschießt. Und dann wetsch noch Penalty beim Zweikampf zwischen Males und Cesiger, wo 50-50 und die Entscheidung ist, wenn man es wohlwollend auslegen will für einen FCB. Und ja, dann kommst du halt nicht über. Also, hat er nicht gestossen dort? Cesiger schiebt natürlich, aber du musst wegen dem, nicht pfeifen. Ja. Also, es ist kein klarer Foul. Wirklich nicht. Kein klarer Foul oder Fall? Weder noch. Ich habe es ein paar Mal angeschaut, ich bin irgendwie auch nicht ganz schlüssig gewesen. Aber dann ist es kein klarer Fehlentscheid. Ja, nein, es ist kein klarer Fehlentscheid, muss ich auch sagen. Es war das Stossen, das dann ja, halt die Entrüstung auch ausgelöst hat und dann auch gelbe Karten gegeben hat wegen Reklamieren, oder? Das passiert dann, ja. Aber ja, das finde ich sowieso richtig. Also das Bestürmen von der Schiedsrichter, das finde ich absolut widerlich, egal was passiert und aus welchem Grund. Das die Hemd verwerfen und das sollte viel mehr gelbe und rote Karte gezeigt werden. Sofort, wenn einen aufmuckt, Ruhe. Bis dann geht es nämlich auch. Da sind wir uns einig. Das Beste finde ich immer noch die Kartgeste, die dann auch machen. Also es gibt eine Szene, ich weiss jetzt leider nicht mehr, welchem Match FCZ auf AFN,
wo Zürcher moniert haben, dass ich glaube, der Krasniqi, bin nicht sicher, ob im 16er im Gegner ist oder mindestens im Angriffsdrittel vorne gefällt worden sei. Und dann ist der Boran Jasewicz wirklich die komplette, weil der Angriff ist natürlich nachher nicht in diese Richtung gelaufen, die komplette Spielfeldlänge neben dem Schiedsrichter her gelaufen und hat einfach irgendwie auf ihn eingebrüllt und das Kartenzückzeichen gemacht, bis er dann ganz überraschend der Schiedsrichter Karte gezückt hat und ihm die Gelbe gegeben hat. Das ist die einzige Karte, die es gegeben hat. Ja, das ist ja, also wirklich eine gewisse Lächerlichkeit, wo man dann, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch therapeutisch vorgehen und den Fußballer zum Teil einfach die Szene nein, zeigen. Nützt nichts. Und nicht zeigen, wie blöd also es auch wirkt. Also das wirklich. Nützt nichts. Das wird alles abtun, also unter dem Motto, das ist halt so. Wenn man sich auch okay lässt. Und, wobei es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen besser geworden ist. Ich finde, in der Schweiz ist es ein bisschen besser geworden. Ausser der Isaac Schmidt fliegt. Ja, auch mal eine gelbe Karte zeigen, dann für so etwas. Ganz schlimm finde ich es in der Bundesliga im Vergleich zur Premier League. Oder da reden wir von der grossen Liga. Was in der Bundesliga zum Teil, wenn die sich so verkehren lassen, zusammensackend. Und da gibt es nie eine gelbe Karte für einen Schwalbe oder viel zu wenig auf jeden Fall. Und reklamiert wird, finde ich ja, störend. Aber das kann man den Spielern glaube auch nicht ausreden, indem man sie ja, lächerlich macht oder beschimpft. Oder dann nützen nur Karten etwas und dann halt sperren. Ja, sie werden zum Teil ja belohnt. Also wenn man anschaut, den Penalty, den der FC Zürich bekommen hat am Wochenende, Marquesano, der da niedersinkt, nachdem er irgendwie in, mehr oder weniger in den Arm hineinläuft, vom, weißt du, der Arras, glaube ich, der Gegenspieler. Bin nicht sicher. Also, dann gibt es für das einen Penalty. Ja, aber dann muss man halt nachher, man hat ja die Videoaufzeichnungen. Wie eben, dort finde ich, macht das Hockey gut. Dort ist man den Schwalben auf die Spur gegangen, was ja nicht so schwierig ist, wenn man alles kann nachschauen kann. Dann sagen sie, schauen wir an. Und wenn wir einen Schwalben finden, dann gibt es eine Sperre oder einen Bus. Ganz einfach. Aber jetzt sind wir beim FCB eigentlich gewesen. Ja. Ex-Verein von Musa Aras übrigens. Ja, siehst du. Also eigentlich schließt sich da der Kreis. Genau. Alex Frey. Ja. Ich bin da völlig beim Benny Huckel. Ich meine, das Zitat, das hören wir jetzt dann gerade. Können wir vielleicht jetzt gerade einblenden. Man vergisst damals in Basel, und das ist das, was mich ein bisschen stört, ist, dass man jetzt 5 Saison lang nicht mehr Schweizermeister geworden ist. Und aber immer noch im Kopf hat, dass man eigentlich zu oberst sein müsste. Es ist schön, wenn man die Ansprüche hat, aber ich glaube, man müsste vielleicht noch einen Zwischenschritt einbauen, um zu sagen, hey, wir müssen wieder dort ankommen, dass wir eine Chance haben, zum Schweizermeister zu werden. Weil so ein Spiel wie gestern, das ist eben... Ja, wie soll ich sagen? Das ist... Das zeigt sehr viel auf. Ich habe das erlebt in der anderen Situation, wo wir mit Basel wahnsinnig viel Spiel genau so gewonnen haben, wie IB gestern gewonnen hat. Wir sind nicht über 90 Minuten das bessere Team gewesen, aber wir haben das Spiel gewonnen, weil wir das Selbstverständnis hatten. Wir haben gar nicht daran zweifelt, dass wir das Spiel nicht gewinnen könnten. Und je mehr das zementiert wird, und das ist bei IB in den letzten Jahren zementiert worden, desto mehr glauben sie auch selber daran, dass es geht. Also, das geht in ihre DNA über. Und das hat Basel verloren in den letzten 4-5 Jahren. Und sie müssen wieder dort ankommen, dass sie eine Chance haben. Und da reicht es eben nicht gleich gut sein, sondern man muss deutlich besser sein gegen so eine Mannschaft, die die Sieges-DNA hat. Und das ist das, was momentan einfach nicht da ist. Also was er sagt, ist ja eigentlich nichts anderes als pure Logik im Profisport, im Leistungssport. Wenn du mal den Faden verlierst und musst umbauen und dann noch so viel passiert, wie beim FCB im Hintergrund los war. Das war nicht nur ein Umbruch, der die Mannschaft betroffen hat, sondern da war das Tohu Wabohu im Club endlos, zum Teil immer noch. Das hat einen Einfluss. Natürlich kann man nicht sagen, was dort passiert, muss nachher auf dem Platz genau gleich sein. Ein Trainer muss ihn nur noch arbeiten können, aber du brauchst noch Zeit, um das neu aufzubauen. Die können nicht schnurstracks wieder auf Augenhöhe sein mit IB zum Beispiel. Das macht völlig Sinn. Also, da fehlt dann auch das Selbstverständnis, dass man knapp im Match einmal gewinnt und nicht verliert. Völlig richtig. Und ich glaube auch die Fans sind sehr verwöhnt, weil ich komme sie sehr mit über auf Social Media, dass Fans nach jedem verlorenen Basel-Match recht viel umschreiben, also ummotzen, dass Basel kein Spiel hat, keine Qualität hat. Und man vergisst, glaube ich, dass der FCB, wie der Huckel auch gesagt hat, sie sind seit 5 Jahren nicht Meister geworden. Also vielleicht ist die Erwartungshaltung einfach ein bisschen zu gross. Gut, jetzt im Moment ist man ja nicht einfach nicht Meister, sondern irgendwo, ich müsste jetzt sogar noch nachschauen, auf welchem Platz in der Tabelle genau. Hinter St. Gallen. Noch.
Also, das heißt ein Pünktchen hinterher. Gut, man hat noch ein Match weniger und wenn man dann gönnt, dann ist man eigentlich wieder an den europäischen, im europäischen Geschäft. Also so gesehen, so dramatisch ist es ja dann nicht. Aber also, man muss ja dazu sagen, wir sind der offizielle Alex Frey Fan-Podcast. Das wissen langjährige Hörer von uns. Von dem her sind wir selbstverständlich der Meinung, dass der Alex Frey noch ein bisschen Zeit darf haben. Ich finde es tatsächlich faszinierend, jetzt unabhängig davon, dass also ich das Gefühl, dass du schon weiss als Trainer, was er tut, wie er in Basel die Situation, die ja wirklich eigentlich explosiv ist, für einen Trainer im Griff hat. Also jetzt ist er am Wochenende ist er am Haag gewesen, bei den Fans. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es einen Trainer gegeben hat, wo man dann relativ zügig wieder weggeschickt hat dort, oder auf Fanseite. Wo einfach im Mob verschwunden wären, über den Zug sogar nie mehr gesehen, wären die Schuhe und die Jacke wären zu fliegen gekommen. Aber der Trainer hat es verschluckt wahrscheinlich. Aber im Alex Frey ist das nicht passiert. Er hat dort einen verbalen Austausch gehabt und ist nachher wieder gegangen und unter Applaus zurückgekehrt. Gut, aber das ist schon ein Kreis von seiner Mannschaft. Ein Ausdruck von irgendetwas. Ja, also offensichtlich von Respekt und irgendwie vom Wissen. Also offensichtlich hat mindestens das Basler Umfeld, ein Teil vom Basler Umfeld gemerkt, wahrscheinlich nicht unbedingt die, die auf Social Media auftauchen zum Teil, dass es nicht ganz so einfach ist. Und man kann natürlich auch sagen, Alex Frey spielt es noch clever. Also er hat ich glaube, am Freitag war es auf der Pressekonferenz irgendwie eine Rede gehalten, eine kleine. 3 Minuten oder so. Also der FCB hat es auf seinen Twitter-Account gestellt. Ich habe es dort gesehen, wo er über die Kultur des FCB geredet hat, wo es wieder Zwecke gäbe. Und dass das ein Prozess ist und dass das eine tägliche Arbeit braucht für das. Und das, also eine bessere Botschaft, da kann man sich aus FCB-Sicht nicht wünschen. Das finde ich erstaunlich. Und finde auch erstaunlich, wie er im Prinzip den Club dermaßen verkörpert schon. Also klar, er war lange dort als Spieler, hat Legendenstatus als Stürmer erlangt. Als Trainer ist er nicht ein unbeschriebenes Blatt, aber in der höchsten Schweizer Liga neu. Es ist erstaunlich, wie viel Kredit er sich auf die Schnelle erspielt hat. Ich glaube, das spricht schon für etwas. Und wäre es gut, wenn er das dann irgendwann auch noch in Resultat könnte ummünzen könnte, den Kredit, den er eben nicht nur von uns Fachleuten bekommt, von Dino und von mir. Fanoli, ich weiss nicht, wie du zum Alex Frey stehst, aber auch sonst. Dann lassen wir mal nach vorne weg, wir müssen es zuerst abklären. Wenn er nicht auf Linien ist, dann soll er nichts sagen zum Alex Frey, bis wir genau wissen, was seine Einstellung ist. Wobei es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du kritisch könntest sein, weil dann können wir irgendwann sagen, egal wie es ausgeht. Wir haben recht gehabt. Wir haben sowieso gewusst, genau. Ja. Gut. Ja. Also dann übernehme ich den kritischen Part. Gehen wir zum Endspurt, ha? Endspurt. Der Xabi Alonso verliert zum 5. Mal im 6. Spiel. Hätte das der Seoane nicht auch schon herbekommen? Doch, locker, klar. Also ist ja auf bestem Weg dazu, muss man böse sagen. Gerardo Seoane bei Leverkusen entlassen. Nach einem schwachen Saisonstart, das muss man sagen, aber auch nach einer sehr guten letzten Saison, dann hat man den Xabi Alonso hergestellt. Hochdekorierter Fußballer gewesen. Aber nur mit der zweiten Mannschaft von San Sebastian erfolgreich gewesen bis jetzt. Von anderen auch im Vorgespräch als Rayo Vallecano bezeichnet. Valladolid, man weiss es nicht genau. Nein, das Gefäß heisst Endspurt, wir machen schnell. Man hat sich irgendwie ein bisschen blenden lassen. Bei den Leverkusener habe ich das Gefühl, vom grossen Namen. Der Mann tritt dann auch noch sehr weltmännisch auf, der macht etwas her, strahlt auch eine gewisse Klasse aus und jetzt muss der dort irgendwie Abstiegskampf bestreiten. Also unfair im Seoane gegenüber, der hat mehr Zeit verdient gehabt und Xabi Alonso, also was nicht qualifiziert, weiß ich nicht genau. Wir bleiben dran, wir sind gespannt. Und es gibt 2 Fun Facts zu dem. Leverkusen hat in diesem Jahr alle Penaltys verhauen, das sind 6 an der Zahl. Und jetzt kommt Union Berlin am Wochenende. Das ist eigentlich auswegslos. Also der Xabi Alonso möglicherweise schon wieder einen Arbeitsplatz bei einer zweiten Mannschaft in der Primären Division suchen. Hat der Valladolid eine zweite Mannschaft? Ich würde es nicht ausschließen. Gut. Und jetzt zum CD Lugo.
Weiter geht's. Formel 1, langweilig in Mexiko, Unruhe in Brasilien, Dino. Absolut. 14. Saisonsieg von Max Verstappen. Man hat uns Unterhaltung und Parität versprochen. Mehr Fahrer, die können das Rennen gewinnen können. Jetzt hat Max Verstappen schon 14 Rennen und nie hat ein Formel 1-Pilot so viele Rennen gewonnen in einer einzigen Saison. Also da geht irgendetwas nicht auf. In 10 Tagen wird in Brasilien gestartet, Training und so weiter. Also mit diesen Unruhen nach dem Wahlsieg von Lula da Silva und dem Bolsonaro, der jetzt irgendwie abtaucht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet in Sao Paulo, wo eh schon immer sehr viel los ist, wenn man das mal so fein ausdrücken will, kann man nicht vorstellen, dass das Rennen stattfinden wird. Ich hoffe, dass das vielleicht irgendjemand mal einen Denkzettel verpassen würde in der Formel 1, wo man wirklich über die Bücher muss, auch mit den Regeln. Also das geht nicht mehr so weiter. Was wir jetzt gesehen haben, am Schluss Verstoß gegen die Regeln, Budgetdeckelung, da hat uns der Ross Brawn mal versprochen, wenn der eine Regelverstoß macht gegen den Budgetdeckel, dann gibt es Punktabzüge, es könnte sogar jemand den Weltmeistertitel verlieren. Was passiert? Genau nichts. Eine lächerliche Busse. Also das kann niemand überprüfen, wie oft die nachher im Windkanal sind. Unihockey-WM, sind wir schon euphorisch, extrem, Emanuel. Extrem, am Samstag geht es los. Unihockey-WM in der Schweiz, für die wenigen, die das nicht wissen. In Zürich und Winterthur wird gespielt. Am Samstag die Schweizer Nazi gegen Norwegen. Termin, wo man sich dick anstreichen im Kalender. Wir haben die Hoffnung, dass es irgendwie final und dann zum grossen Wurf lenkt. Für das muss es gegen Norwegen her. Mal schauen. Die Schweden, Finnen, die üblichen Verdächtigen. Muss man wahrscheinlich als Favoriten auf dem CDU haben. Aber unsere Chancen stehen nicht schlecht. Super. Ist okay. Gut. Ist die Reduktion von der National League vom Tisch am Mittwoch, Dino? Es wird einmal beraten. Noch endgültig entschieden wird ja nichts, aber es werden die Weichen gestellt. Und wenn die sich am Mittwoch, wir nehmen wie gewohnt am Dienstag Nachmittag, frühen Nachmittag auf, man muss von 14 auf 12 Teams reduzieren in der National League, damit die Swiss League wieder einigermaßen daherkommt. Und ich glaube, da bringt man einfach keine Mehrheit. Es müsste eine einfache Mehrheit sein. Dann im Februar bei der Abstimmung 8 gegen 6. Und wenn man das jetzt schon kippt, dann sehe ich schwarz für die Swiss League. Und weil jeder nur für sich schaut und niemand für das Gesamtprodukt, das ist so ein bisschen, ja, das menschelt halt. Wie überall sonst auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut kommt. So, Emanuel, wieder zu dir. Wird der Christian Stucki vielleicht kein einziges Schwingfest mehr bestritten? Das ist sehr gut möglich, offenbar. Mindestens nach seiner eigenen Aussage. Nachdem er sich in den Finger geschnetzelt hat mit einem Gärtel. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals wieder mit einem Gärtel in Kontakt komme. Das ist so, was ist das? Eine Art Machete eigentlich für Schweizer. Kann man beim Halzen braucht man das. Himmelswillig. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also der Mann ist 37, wird ich bin ein Jahr älter, ich werde auch kein Schwingfest mehr bestreiten in diesem Leben. Also von dem her muss er sich da nicht allzu grosse Sorgen machen. Das tut lustig. Kommen wir zum EHC Kloten. Oh. Der Aufsteiger hat keinen Spektakeltransfer tätigt, aber ist konkurrenzfähig. Brauchen Sie überhaupt einen Sportchef? Ja, klar brauchen Sie einen neuen Sportchef. Aber was man sagen kann, ist, die Bemühungen vom abgetretenen Sportchef, jetzt mit Patrick Bertschi, der klotzen wollte, die hat es gar nicht gebraucht, weil der Kader, den er selber noch zusammengestellt hat, ist durchaus in der National League konkurrenzfähig. Das bedeutet, dass man wirklich zuerst mal schauen muss, was habe ich da, bevor man schon wieder neu investieren will. Und Kloten ist sich so treu geblieben und sie sind konkurrenzfähig. Und mehr braucht es nicht, mehr müssen sie nicht machen. Aber der neue Sportchef, den sie schon haben, glaube ich, heute sogar angefangen. Oder vor morgen, nein, ich weiß nicht genau. Nein, heute ist der 1. November. Larry Mitchell, gute Voraussetzungen für ihn. Es kann nur schief gehen. Ob es beim FC St. Gallen auch erneut schief geht, wissen wir am Samstag. Was sind eure Tipps? St. Gallen GC? Das wird sensationell. Also St. Gallen gönnt ja nur gegen Zürcher Mannschaft, haben wir festgestellt. Zuletzt gegen FCZ gewonnen. Stimmt das? Gegen IB haben sie gewonnen. Okay. Ah nein, stimmt, gegen IB. Jetzt habe ich sie mit GC verwechselt. Ich habe nämlich GC vorhin nachgeschaut. GC hat FCZ geschlagen und hat Winti geschlagen. Und alles andere haben sie entweder unentschieden gespielt oder verloren. Von dem her kann man im Umkehrschluss sagen, St. Gallen hat eigentlich gute Karten, weil GC ja nicht kann gewinnen, weil sie kein Zürcher sind. Jetzt fehlt natürlich St. Gallen der Herr Schmidt
Also muss der Guillaume nur allein sich im Strafraum an Boden schmeißen, um den Penalty rauszuholen? Ich habe ja gefühlt jede Woche ein. Also ich sage eins noch für FC St. Gallen. Man kehrt auf die Siegerstrasse zurück. Es ist soweit. Felix Magath wird auch dort abgewendet. Der Magath-Effekt. Trokulis. Also ich muss da andere Hebel ansetzen. GC dort, auch in der Bringschuld, ich glaube, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Bei GC. Das hat man das letzte bisschen gesehen. Du glänzt ja eigentlich fast nicht. Ja gut, du bist jetzt da wieder. Ich würde sagen, es gibt ein 3-1 für GC, damit es bei St. Gallen noch richtig, richtig wehtut. Und dann wird es besser. Weil so heisst, es muss zuerst noch schlechter werden, bevor es besser wird. Aber noch vorher möchte ich eigentlich auflösen, was wir letzte Woche getippt haben. Und zwar will ich da eigentlich mehr oder weniger nicht ganz klaren, aber doch recht klaren Sieg vorgetragen haben. Union Gladbach, möchte ich noch schnell daran erinnern. Mein Tipp war 1-0, Gysi 3-1. Fanol, du hast 2-0 getippt. Und jetzt erkläre ich auch, wieso das ich mit dem 1-0, das richtige Resultat ist 2-1. Näher dran, weil die Differenz zwischen den beiden Clubs war 1. Ich habe 1, also habe ich gewonnen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Gut, um die Sache abkürzen, sagen wir Fanol, wer hat den Tipp? Ich würde auch den Punkt an Dino geben. Also aber gut, ist das schon entschieden? Dino hat zwei Diskussion überflüssig. St. Gallen. Aber ich muss noch mit Tipp abgeben, St. Gallen. Ja, genau. Also, Gysi also, hat gesagt 1-0 für Winterthur, oder? Weißt du, was mit denen ist? Nein, mit 1-0 für St. Gallen. Aber die laufen, absolut. 1-0 für St. Gallen, ich habe gesagt. 3-1 für GC, hast du jetzt fahr 0 du. Also ja. Wir wissen eben, St. Gallen-Sympathisanten. Ich werde voraussichtlich auch im Stadion sein. Ei. Und darum will ich Goal sehen und darum sage ich 3-0 St. Gallen. Ei. 3-0, gut. Oh. Ich bin so der Glücksbringer, wenn ich du im Stadion bin. Du bist ein Optimist, ja, seit der Glücksbett im Weg ist. Braucht es den Glücksfall. Musst du das machen. Gut. Jetzt sind wir gespannt, ob es nichts. Ja. Also. Ich glaube nicht. Doch, ich habe gesagt, eins noch. Also, wir danken fürs Zuhören. Für mich in der nächsten Woche noch mehr. Auf Wiederhören, merci. Ade. Tschüss.